Wir sehen uns jetzt an, wie sich eine Nutzerliste auf Moodle hochladen lässt. Im ersten Schritt wird der Kurs auf Moodle angelegt. Dort werden die Nutzer dann eingeschrieben. Zweiter Schritt, Nutzerliste erstellen und eben auf Moodle hochladen. Da werden sie auch gleichzeitig in den Kurs eingeschrieben. Als drittes würde ich immer kurz prüfen, ob es tatsächlich funktioniert hat. Gut, beginnen wir. Zunächst bei Moodle anmelden, das habe ich schon mal gemacht, dann zur Website-Administration wechseln und dort unter Kursen, Kurse und Kursbereiche verwalten wählen. Hier kann ich jetzt, wenn ich die richtigen Rechte habe, einen neuen Kurs anlegen. Sage dem mal Sandkasten 2. So, das reicht eigentlich schon. Jetzt gehe ich ganz nach unten, sichern und anzeigen. Und trage mich als Nutzer ein. So, sage mal, Vögeli. So, was noch wichtig ist, ich bin ja in diesem Fall jetzt der Trainer. Darum muss ich mir noch die Rolle Trainerin zuweisen. So, Nutzerin einschreiben. Und schon bin ich mal in der Liste der Teilnehmerinnen drin als Trainerin. Jetzt im zweiten Schritt muss ich diese Nutzerliste erstellen. Zweiter Schritt, Nutzerliste erstellen und dann eben hochladen. Dafür gibt es so eine Anleitung bei den Moodle Docs unter docs.moodle.org. Die Adresse kann man hier lesen. Und da gibt es gewisse Pflichtfelder, die muss ich in dieser Liste auf jeden Fall haben. Das sind Username, First Name, Last Name und E-Mail. Kopiere mir die hier mal. Kopieren. Formatierung entfernen, indem ich das schnell in die Adressliste eingebe und ich wechsle zu meiner Tabelle. Hier gebe ich die jetzt ein. Username, die erste Spalte. Dann First Name in die zweite Spalte. Ups. Eh noch gelöscht. Dann Last Name, dritte Spalte. Und in die letzte Spalte wird die E-Mail-Adresse eingegeben. Damit das Einschreiben direkt in den Kurs, den gerade eröffneten Sandkasten 2, auch passiert, muss ich noch eine fünfte Spalte eingeben. Und die findet man auch bei den optionalen Feldern hier. Das ist dann der Course 1. Wo ist der? Gut versteckt. Ah, da, Course 1. Man könnte auch einen Course 2, Course 3 und so weiter, wenn man die Leute gleichzeitig in mehrere Kurse einschreiben möchte. Ich brauche jetzt nur einen. Es gäbe noch viele weitere Möglichkeiten. Ich brauche jetzt nur diesen hier, diese hier. So, Course 1. Jetzt brauche ich die Benutzerliste. Ich werde da mal zwei Beispielnutzerinnen anlegen. Das ist der Max und die Erika. Und die heißen Mustermann. So. E-Mail-Adresse erfinde ich jetzt eine. Da verwende ich meistens Max Mustermann. @mylinator.com. Das ist tatsächlich eine Website, die es gibt, die eine Wegwerf-Mail-Adressen-Webseite. So, dann das kopiere ich einmal und unten ist natürlich die Erika. Dann der Kurs, der heißt Sandkasten 2. Und damit ich das sicherlich nicht falsch tippe, kopiere ich mir das hier vom Moodle.
Tatsächlich wäre es der kurze Name, das ist der hier erscheint, weil ich beides gleich benannt habe, den langen und den kurzen Namen. Bei diesem Kurs kann ich sowohl als auch kopieren. Auch jetzt die Formatierung entfernen schnell. Und dann hier in der Spalte Kurs Sandkasten 2 eingeben. So, und dann sieht man das hier auch noch. Okay, dann beim Username mache ich es meistens so, dass ich den Vornamen Punkt Nachnamen mache. Also das kann man mit einer Formel zum Beispiel erledigen, indem man hier verkettet. Ein bisschen blöd hier. Das wäre dann B1, Strichpunkt, Anführungszeichen, Schlusszeichen, Punkt, Strichpunkt, C2. Dann wird hier, falsch, B1 wäre es. B1, so. B2, mein Gott, jetzt aber B2. So. Das ist auch ein bisschen größer. Und was auch noch wichtig ist, dass alles klein geschrieben ist. Darum schneide ich das hier kurz aus, diesen Teil, und sage klein, bist du klein, und füge das wieder ein. Dann macht es mit dieser kleinen Formel hier zuerst verkettetes Max. Dann dazwischen den Punkt, dann Mustermann und macht das gerade klein. Dann ist das hier richtig geschrieben. Ich kann es nach unten ausfüllen und sehe jetzt gerade, dass das entsprechend unten angepasst wird. Jetzt muss man aufpassen, es gibt ja auch manchmal Namen, die haben da zum Beispiel Umlaute drin, also wie Max zum Beispiel anstatt Max oder anstatt Mustermann Müstermann. Und diese Buchstaben, Umlaute oder auch andere Spezialzeichen funktionieren nicht bei Benutzernamen. Darum kopiere ich mir dann meistens diese Namen hier nochmal raus in ein Textdokument und mache da manuell die Änderung, dass das halt jetzt wieder in ein A umwandelt oder AE, je nachdem, was ich halt möchte. Und Müsterband wäre dann auch UE oder einfach U. Das dann wieder ausschneiden. Und hier einfügen. Und jetzt ist Max Mustermann und Erika Mustermann. Aber wie gesagt, in der Regel versuche ich das einfach so zu machen. Wenn die lange Nachnamen haben oder mehrere Nachnamen, schaue ich mir oft auch an, wie ist die E-Mail-Adresse gemacht. Dann kann man auch diese Variante nehmen, wie es bei der E-Mail-Adresse gemacht ist. Aber ja, Regel ist das hier, Vorname, Punkt, Nachname. Gut, damit ist die Formel hier wieder verloren gegangen, weil ich es einfach überschrieben habe. Hier oben sieht man, die Formel ist nicht mehr da. Aber dieser Import wird dann funktionieren. Jetzt speichere ich das ab. Und zwar wichtig, speichern unter, nicht irgendwie als Excel oder OpenOffice oder sowas, sondern als CSV-Dokument. Das kann man bei meinem Programm hier unten auswählen. Und irgendwo steht da dann CSV, das Comma Separated Values. User, sag ich ja mal. Oder Nutzerliste. So. Und speichere das ab. Jetzt fragt er noch, ob ich das wirklich möchte. Ja, ich möchte das CSV-Format verwenden. Und ich kann mir gerade merken, Feldtrenner ist Komma. Bei Excel bin ich nicht sicher, ob es das hier anzeigt, dieses Menü. Man kann es dann aber später auch einfach ausprobieren, ob es ein Komma oder ein Strichpunkt hier als Feldtrenner verwendet. UTF-8 ist super, wenn das hier schon standardmäßig ausgewählt ist. Sonst vielleicht umstellen, wenn möglich. Dann okay. Und damit habe ich jetzt diese Liste fertig. Kann das also hier zumachen. Kommt der letzte Teil bei Punkt 2 noch, das Hochladen auf Moodle. Dafür gehe ich wieder
Zur Website-Administration. Ich werde jetzt gerade ein neues Tab öffnen, damit ich dann hier schon mal den Sandkasten wieder habe. Und gehe dieses Mal zum Punkt NutzerInnen. Dort gibt es einen Punkt Nutzerliste hochladen hier unten. Hochladen. Muss jetzt diese Datei hier auswählen. Ja, Datei wählen. Datei hochladen, durchsuchen. Und dann die Nutzerliste wählen. Hochladen. Wie gesagt, hier, das weiß ich jetzt noch, muss ich auf Komma umstellen. Kann auch sein, dass Strichpunkt ist. Oder sogar Tabulator. Wenn man es nicht weiß, man kann es einfach mal ausprobieren, bis man sieht, was es tatsächlich war. Das ist relativ wichtig, das UTF-8. Sonst werden Dinge wie Umlaute in den Namen manchmal nicht richtig gemacht. Vorschau für die Zeile nehme ich in das Maximum. Manchmal habe ich nicht nur zwei, sondern 100 Benutzer oder Nutzer. Und dann sehe ich sie alle gerade automatisch dann hochladen. Und jetzt bekomme ich eine Vorschau. Mach da vielleicht dieses Menü schnell zu, dann sieht man es besser. Es gibt zwei Benutzer, Max Mustermann, Erika Mustermann. Da hat mit Ä und Ü noch, da hat gut geklappt, dass Umlaute funktionieren. Mailadresse sieht gut aus und sie werden in den Sandkasten 2 eingeschrieben. Dann kann man noch so ein paar Dinge sich anschauen. Zum Beispiel, manchmal möchte ich nur neue ergänzen, dann werden die übersprungen. Manchmal möchte ich auch bestehende aktualisieren. Also kann auch mal vorkommen. Dann möchte ich das hier unten wählen. Oder sogar nur vorhandene aktualisieren. Also das muss man sich schnell überlegen. Dann, wenn ich doppelte E-Mail-Adressen zulassen möchte, hier auf Nein gehen. Ich habe jetzt keine doppelten hier, aber es wäre ja möglich, dass wenn es zwei Kinder sind, die Geschwister sind und die haben nur die E-Mail-Adresse von den Eltern, dass da zweimal halt die Adresse der Eltern erscheint, dann müsste man hier das Nein wählen. Der Rechts sieht gut aus, vielleicht noch die Stadt rausnehmen. Die fühlt es mir immer aus von mir, mit meinen Einstellungen. Und wenn ich jetzt soweit zufrieden bin, dann auf Nutzerliste hochladen klicken. Was jetzt passieren wird, das Kennwort wird erzeugt werden und per E-Mail an diese zwei E-Mail-Adressen hier geschickt, weil ich nicht selbst ein Passwort vorgegeben habe. Wäre auch möglich. Zeige ich jetzt nicht. Dann Nutzerliste hochladen. Die werden angelegt. Nochmal hin und her scrollen, ist ein bisschen groß. Ist eingeschrieben in den Nutzerkasten, Sandkasten. Zwei haben funktioniert, darum sind sie als blaue Links jetzt sichtbar. Also es gibt die jetzt. Ich klicke auf Weiter. Dann ist das Hochladen eigentlich abgeschlossen. Der letzte Punkt, den ich jeweils noch mache, ich gehe zurück auf diesen Kurs und schaue mir an, ob diese Leute jetzt tatsächlich eingeschrieben sind. Ich habe zwei Nutzerinnen hochgeladen und ich gehe jetzt da zurück auf diesen Kurs Sandkasten. Die erscheinen jetzt nicht automatisch. Ich muss zuerst die Seite noch neu laden. Und tatsächlich, da ist die Erika Mustermann und der Max Mustermann in diesen Kurs eingeschrieben. Und Sie haben sich sicherlich in der Zwischenzeit auch das Passwort per E-Mail zugeschickt bekommen. Also, dann wünsche ich gutes Gelingen und noch einen schönen Tag.